Heute bei Landfräulein Luise, dann haben wir mal das Thema Tradition und wo fangen wir da natürlich an? Bei der Färcher Obstkistenbühne. Hallo Ingrid, hallo Wolfgang. Hallo Landfräulein Luise. Hier geht es um die Märkische Holzpantine. Ja, das super. Ist das Schuhwerk der Landarbeiter, der Obstbauern gewesen. Und die haben eine richtige lange Tradition und oben Leder, unten Holz. Das hat auch seine bestimmte Bewandtnis, denn die sind auf besondere Weise so entstanden. Ja, da muss man ganz weit zurückgehen, noch zu dem König Friedrich Wilhelm I. Der Soldatenkönig, der hat zum Beispiel ein Edikt erlassen gegen das Tragen von Holzschuhen. Und jetzt muss man sich vorstellen, die landarmen Bauern trugen auf dem Lande immer normale Lederschuhe und die waren so teuer. Und als dann die Niederländer kamen und die Klocks, die Holzschuhe mitbrachten, da waren die so begeistert, dass plötzlich alle Bauern nur noch Holzschuhe trugen. Das hat die Schuster so verärgert, dass sie sich bei Friedrich Wilhelm I. beschwerten. Und der erhörte sie auch und dann erließ ja ein Edikt, in dem es dann hieß, dass wenn jemand darüber betroffen würde, auf den Äckern und auf den Feldern überall, er dann zu gegenwärtigen habe, dass mit ihm nach der Strafe, mit der Strafe des Halseisens oder des Gefängnisses verfahren werden solle. Also solche harten Strafen hat Friedrich Wilhelm I. ausgesprochen. Die wurden auch umgesetzt. Es waren Häscher in den Dörfern, die dann suchten nach Holzschuhen. Aber die Bauern waren schlau. Die versteckten in Kellern und Schuppen, versteckten die ihre Klocks. Und dann dauerte der Holzpantinstreit noch länger. Noch der Sohn Friedrich II. Musste Edikte gegen das Tragen von Holzschuhen erlassen, weil es einfach die Bauern ließen sich nicht abbringen. Und dann hatten die Schuster die rettende Idee. Und jetzt kommt Wolfgang ins Spiel. Die ließen dann auf diese Holzschuhe, nagelten die Schuster diese Lederkappen auf. Die Märkische Holzpantine, Holzschuh, Plattdeutsch, Holzpantine, war geboren. Die Bauern waren glücklich, sie konnten weiter ihre Holzschuhe tragen. Die Schuster hatten wieder Arbeit, die waren ebenso zufrieden. Und Friedrich II. Freute sich, dass nach dem 50-jährigen Holzpantinenstreit nach 1717, dann 1767, sozusagen dieser Krieg, dieser Holzpantinenstreit friedlich mit Kompromiss zu Ende gegangen war. Und diese Geschichte nutzen wir natürlich auch in unserer Bühne, erzählen die, dass also die Holzschuhe so eine lange Tradition haben. Und wir benutzen sie als Perkussionsinstrumente. Die Leute bekommen sie am Einlass in die Hand gedrückt und sie klappern damit den Rhythmus verschiedener Lieder mit und natürlich Applaus, was ein kleiner Beifallsverstärker ist. Ja, super, klasse. Ihr habt ja die Färcher Obstkistenbühne. Ingrid, du selbst bist auch Landfrau. Ja. Erzählt mal was zu der regionalen Verbundenheit, die ihr mit der Färcher Obstkistenbühne lebt? Ja, also meine Großeltern, mein väterlicherseits, ja, sie waren alles Obstzüchter. Mein Vater war stolz auf die Bezeichnung Obstzüchter, mein Großvater, mein Urgroßvater. Und als Landfrau, ich bin Landfrau geworden, auch deswegen, weil die Landfrauen mich fast zur allerersten Lesung überhaupt, die ich hatte, eingeladen haben. Ich durfte dort meine Gedichte präsentieren. Und da gibt es eine echte Verbindung. Erstens, weil aus meinem Leben heraus, weil ich als Kind groß geworden bin auf dem Bauernhof mit Ziegen und Schweinen und Pferd und Hühnern und Kaninchen, was es alles so gab. Und heute eben auch eine gute Beziehung habe zu diesen Landfrauen, die sehr viel organisieren und das kulturelle Leben im Dorf doch sehr bereichern. Da also die Region vom Obstanbau lebte und die hatten alle die Dinger an, schaffen Sie, also das Publikum, mit diesen Holzpantinen so einen richtigen Klangraum in unserer Bühne. Wir sind auf den Namen Obstkistenbühne deshalb gekommen, weil diese Holzkisten, wo das Obst drin gelagert wurde, auf den Markt gefahren wurde, als Requisiten immer auf Äckern rumlagen, jetzt durch Plastikleiter ersetzt werden und verschwunden sind. Und diese Requisite haben wir auch praktisch aufgehoben im Namen Obstkistenbühne. Und vielleicht noch zur Ergänzung, unsere Bühne sieht tatsächlich aus wie eine auf die Seite gekippte, überdimensional große Kiste, Obstkiste sozusagen. Und zu Anfang, in den ersten Jahren, saß unser kleines Publikum, Kinder und Jugendliche, saßen auf Obstkisten, so wie wir als Kinder, wenn wir am Johannisbeerstrauch saßen, dort hockten, um Johannisbeeren abzustreifen oder Himbeeren beispielsweise. Da saßen wir auf Obstkisten und das war auch die Idee. Also einmal als Sitzgelegenheit und zum anderen der Look der Bühne. So, jetzt bin ich gespannt, ihr beiden. Jetzt zeigt mir mal, was ihr jetzt für mit den einfach mal eine kurze Sequenz mit euren
Holzpantin. Und da wir am Wiesensteg sind, machen wir den Wiesensteg Reggae kurz. Und Wiesensteg Reggae, ab da 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 da. Wiesensteg Reggae, ab da 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 da. Wiesensteg Reggae, ab da 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 da. Ist ja bloß ein Holzweg. Super.